Tief in den Schweizer Alpen, zwischen schneebedeckten Gipfeln und dichten Wäldern, liegen die geheimnisvollen Arveseleien. Diese kleinen türkisblauen Seen sind so klar, dass sie das Licht der Sonne reflektieren, als ob sie selbst aus purem Glas bestünden. Nicht weit davon entfernt erstreckt sich die Spittelmatte, eine weite grüne Hochebene, die seit jeher in Legenden gehüllt ist. In dieser malerischen und magischen Landschaft lebt Anton, ein weiser Zwerg, der seit unzähligen Jahren über die Arveseleien und die umliegenden Wälder wacht. Anton ist klein, mit einem langen, gepflegten Bart und Augen, die vor Wissen und Erfahrung funkeln. Jeden Morgen, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Spittelmatte erhellen und die Arveseleien in goldenes Licht tauchen, macht sich Anton auf den Weg. Seine Aufgabe ist es, die seltenen Kräuter und Pflanzen zu sammeln, die tief im Dickicht verborgen wachsen. Er kennt jede Pflanze, jeden Strauch und weiß um die heilenden Kräfte der Natur, die er seit Jahrhunderten schützt. Eines Tages, als Anton durch das Dickicht nahe den Arveseleien streifte, entdeckte er eine Lichtung, die ihm bisher verborgen geblieben war. Hier, in der Nähe des klaren Wassers und unter dem Schutz der mächtigen Arvenbäume, wuchsen die seltensten Kräuter. Anton kniete nieder, um die Pflanzen sorgsam zu pflücken, als er plötzlich ein leises Flüstern vernahm. Es war, als ob die Erde selbst zu ihm sprach, durch die Wurzeln der Bäume und das Flüstern des Windes über dem See. Anton wusste sofort, dass dieser Ort heilig war, dass die Arveseleien und die Spittelmatte bewahrt werden mussten. Er legte seine Hand auf die Erde und versprach, diese Orte zu schützen, so wie es die Zwerge seit Jahrhunderten taten. In den Dörfern am Fuße der Berge erzählen sich die Menschen noch immer Geschichten über die Zwerge, die hier leben sollen, und über Anton, der die Natur bewacht. Aber es gibt auch Wanderer, die diese abgelegenen und friedlichen Orte aufsuchen. Sie kommen, um die Schönheit der Arveseleien zu genießen, um die Ruhe der Spittelmatte zu spüren und um in die unberührte Natur einzutauchen. Einige von ihnen berichten von seltsamen Begegnungen. Ein Schatten, der zwischen den Bäumen huscht, ein leises Flüstern, das von den Felsen widerhallt, oder der plötzliche Duft frischer Kräuter, den der Wind mit sich trägt. Anton, der Zwerg, lebt weiterhin in den Wäldern rund um die Arveseleien und die Spittelmatte. Er sorgt dafür, dass die Natur in ihrer reinsten Form bestehen bleibt, und er schützt diese heiligen Orte vor den Einflüssen der modernen Welt. Doch er ist auch offen für jene Menschen, die mit Respekt und Liebe für die Natur kommen. Und so passiert es, dass Wanderer, die sich dem Wald mit offenen Herzen nähern, einen Blick auf Anton erhaschen können, den Hüter der Arveseleien. So lebt die Legende von Anton, dem Zwerg, weiter. Die Wanderer, die diese Orte besuchen, nehmen ein Stück dieser Magie mit nach Hause, tief in ihrem Herzen. Und die Arveseleien, die Spittelmatte und die geheimnisvollen Wälder bleiben ein Ort, an dem die Zeit stillsteht und die alten Geschichten weiterleben, dank Anton, dem weisen Zwerg.